Für uns als Dermatologen, Arbeiten mit Kortikoide ist eine große Herausforderung, weil die Patienten Angst vor Kortikoide haben. Und warum haben die Angst? Ist einfach, weil die daran gewöhnt sind, die Kortikoide zu benutzen und zu nutzen, als wir vor 50 Jahren die Kortikoide erstmal angesetzt haben. Die Kortikoide, die wir früher benutzt haben, waren sehr, sehr stark potent und waren auch mit vielen Nebenwirkungen verbunden. Heutzutage, die Kortikoide, die wir benutzen, sind so modern und selektiv, dass die wirken auf der exakten Punkt, wo die Entzündung ist. Dann machen sie so einen Feuerlöscher, löschen das Feuer und dann werden auf derselben Punkt deaktiviert und abgebaut, damit wir wenig Nebenwirkungen haben. Wenn wir Kortikoide als Hautärzte benutzen, benutzen das kurzfristig, nur bei akutem Zustand einer Verschlechterung der Haut und in ausschleichender Dosierung, um eine Verschlechterung zu vermeiden. Zum Beispiel, die erste Woche machen wir zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends. Die zweite Woche nur einmal täglich. Die dritte Woche jeden zweiten Tag und die vierte Woche zweimal die Woche und absetzen. Nach Absetzen der Therapie, entweder machen wir eine proaktive Therapie mit anderen Präparaten, um zu vermeiden, dass sie Schübe kommen. Und die Pflege. Die Pflege ist die Basis von der Therapie der Neurodermitis. Und egal, ob wir Spritzen dann in der Zukunft benutzen müssen oder systemische Therapie bzw. Tabletten, bedeutet nicht, dass wir aufhören müssen, uns einzucremen. Also bleibt dran. Keine Angst vor Kortikoide, Vertrauen an deinen Arzt ist super wichtig und dich pflegen. Ciao.